Hallo alle zusammen. Heute möchte ich mit euch über den Perfektionismus reden. Denn ich bin manchmal ein Perfektionist. Allerdings heute nicht so sehr. Heute fühle ich mich sehr frei und dadurch habe ich auch mehr Spaß mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es wird auch hilfreich für euch. Ja, was kann ich euch über den Perfektionismus erzählen? Nun, ich habe auch einen Artikel über den Perfektionismus geschrieben und dort habe ich schon die Idee mit euch geteilt, dass der Perfektionismus wirklich der Feind alles Guten ist. Es ist der Feind alles Guten. Denn wir verfolgen bestimmte Ziele. Ich verfolge zum Beispiel das Ziel, dir Deutsch beizubringen. Und eine Art und Weise, mit der ich das mache, ist, Videos für dich zu machen, sodass du die deutsche Sprache absorbieren kannst, sodass du die deutsche Sprache hörst und dadurch Deutsch lernst. Und wenn ich den Anspruch hätte, perfekt zu sein, also wenn ich mir sagen würde, ich will perfekt sein, dann würde ich gar keine Videos machen, weil ich immer denken würde, nein, es ist noch nicht gut genug. Aber dann würde ich gar keine Videos machen und du würdest nie Deutsch lernen. Zumindest nicht mit meiner Hilfe. Und deswegen mache ich Videos für dich, die nicht perfekt sind, aber hoffentlich optimal. Sie sind nicht perfekt, aber sie helfen dir. Sie helfen dir dabei, die deutsche Sprache zu lernen. Und deswegen möchte ich auch meinen Appell an dich richten. Also sozusagen, ich möchte dir helfen oder ich möchte dich bitten, auch nicht perfektionistisch sein zu wollen. Denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem. Und vielleicht bist du teilweise auch manchmal perfektionistisch. Insofern ist mein Rat an dich, wenn du auch so bist, dich darauf zu konzentrieren, was du wirklich erreichen willst. Was ist dein Ziel? Und dann mache etwas, was hilfreich ist für dieses Ziel, anstatt perfekt zu sein. Okay, das war's von mir. Ein weiteres nicht perfektes Video fertiggestellt. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.